Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die im Voucher und mit unserem Nameless. Ich nehme mir mal noch eine Waffe mit zur Sicherheit. Wir müssen natürlich unser Zeug holen. Und wenn wir dann schon da vorne sind, sollten wir uns vielleicht auch noch den Hauptloot schnappen und den Waffenraum machen. Und dann geht's vor an den Kiosk. Da möchte ich heute mit euch noch ein bisschen weiterbauen, so dass wir morgen eine kleine Generalprobe machen in Form einer weiteren Hordenacht. Wir werden es allerdings, jawohl, du Grete, wir werden es allerdings nicht komplett aufbauen, bevor wir es testen, weil ich ja noch schauen muss, wie es funktioniert, wo wir noch ein bisschen dran feilen müssen und so weiter. Und stylisch wird das Ganze noch ein bisschen einen Charakter kriegen vom Ballermann. Es wird praktisch unser apokalyptischer Ballermann-Kiosk werden, ne? So. Wie gesagt, hier ist dann die Grube, da hinten kommen die Klos rein, unterirdisch und Weg nach draußen, sodass sie wieder hochkommen. Dieser Kasten, in dem wir uns befinden hier, den müssen wir auch noch mal ein bisschen anbauen. Und dann sollten wir eigentlich gucken, ich weiß es noch nicht genau mit dem Test, weil ich müsste es eigentlich auf Stahl aufwerten. Ich würde es allerdings gerne ein bisschen transparenter gestalten. Jetzt machen wir mal eins nach dem anderen, holen wir unsere Sachen. Wie gesagt, hier nochmal an der Stelle den Hinweis, falls ich mich verrechne in der Zeit, was gerne vorkommt. Manchmal brauchen die Dinge länger, als ich es gerne hätte. Dann würde ich einfach das Ding so weit fertig bauen, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass wir es testen können. Im allerschlimmsten Fall machen wir es dann mittwochs, weißt du? Jetzt will ich erstmal gucken, ob ich mein Zeug kriege. Am liebsten würde ich ja diese Zombie-Welle aussparen, die mir gestern die Kontrolle... Ich war so durch auf einmal, ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich klicken soll. Das war mir für den Moment... Ich hätte vielleicht nicht vorher die Icarus-Runde spielen sollen, die geile. Ich weiß nicht, ich war einfach durch. So, 92 Meter. Au, oh, der lag ganz unten, das Zeugs, gell? Hi, Nemi, hilft jetzt alles nichts. Runterbohren tun wir uns auf keinen Fall. Ich habe dir ja eine Keule mit. Bin ich jetzt echt mit dem Mofa gefahren, gell? Ich habe doch extra das Fahrrad eingesteckt gehabt. Na ja, gut, dann nehmen wir das jetzt auch noch in die Hand. Bümsle. Und... Jawohl. Perfekt. Also, Nemi. Wenn ich es richtig weiß, musst du runter. Ich meine, die Zombies dürften weg sein hier, oder? Jetzt müssen wir nur kurz, es regnet auch noch. Ich sehe halt nichts. Gehen wir mal kurz. Ja. Brüll du nur. Wenn du alleine bist, ist kein Thema. Oh. Wenn du alleine bist, habe ich kein Problem, meine Sachen zu holen. Wirst schon sehen. Wir müssen den kompletten Weg laufen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo abkürzen kann. Alter, ist es dunkel dann, oder? Halt. Oh, ich höre schon was klopfen. Ich hoffe natürlich, dass die Sachen einigermaßen gut liegen. Gott, ist es dunkel. Sag mal, wie ging denn dann der Weg da raus? Hier hoch, gell? Wir müssen übers Dach. Ja, es ist alles aufgeräumt. Huch. Er klepperte und schepperte. Hier sind wir, glaube ich, durch. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie ich da reinglinst habe. Und irgendwo hier war die Treppe zum Speicher. Gleich wird es heller, wenn ich die Mod wieder habe. So, hier ist die Garage, jawohl. Dann sind wir übers Dach raus, gell? Hier, wo die Lampe burnt. Burn, 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 du kleine Lampen, du kleine Lampen. Dann sind wir, glaube ich, hier durch. Und dann sind wir hier runter. Jetzt wird's blöd, wenn wir Pech haben, gibt's aufs Maul. Hier war dann der Gang. Ja, die Endwelle ist ja natürlich noch da, ne? Ich glaube nicht, dass ich da viel erreicht habe gestern. Als ich gebrüllt habe. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ja, ich habe die Kontrolle verloren. Okay. Du musst schon darüber. Höre ich da mein Dröhnchen? Höre ich da mein süßes Dröhnchen gar? Den haben wir schon bedient. Ich weiß nur nicht mehr. Genau. Nicht looten jetzt, nehmen das. Lass die Schlappen da drin. Ich brauche jetzt nichts. Alter, manchmal würde ich mir schon... Okay. Jetzt bin ich wieder da, wo ich nicht sein wollte, oder? Ist das der Gar...
Jetzt bin ich hier wieder. Oh, scheiße, ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Okay. Einfach hätten wir einfach mal Schrittle weitergehen sollen. Ach du Scheiße, Leute. Ich hoffe, die brechen nicht durch, bevor ich mein Rucksäckle in der Hand habe. Das ist nicht meine Drohne, aber es hört sich trotzdem nett an. So, ich glaube, hier gehen wir mal hoch. Dann müssen wir da noch rüber. Hallo, meine Süße. Und danke fürs Heilen gestern. Du hast ja echt alles gegeben. Oh, wir haben schon mal unsere Sachen. Zumindest ein Teil davon. Jetzt pass auf. Nameless, Bohemless. So sieht's aktuell erstmal aus mit dem. Dann hast du noch eine Zigarre eigentlich gehabt. Und irgendeine Brille, wahrscheinlich die Lucky Luda. Ist ja da meistens. So. Also. Du weg, du hin. Du weg, du hin. Du weg, wo ist meine Schrotze? Jawohl. Was hatte ich denn noch? Ich muss mich gerade ein bisschen zurechtfinden. Auf jeden Fall die Axt. Der Bohrer. Ich mache mal alles so rüber, dass ich einigermaßen sehe, ob ich alles habe. Hier habe ich noch das Messer. Dann hatten wir die Blöcke hier. Den kann ich noch scrappen. Ein bisschen Munition ist auch noch da. Ja, wenn wir Glück haben, schaffe ich es jetzt. Wenn nicht, muss ich noch mal hin. Trönchen. Lass mir mal reinschauen in dein Inventar. Nimm du mal die Samen noch kurz. Ich trinke schon mal einen Schluck Kaffee. Den mache ich mir hier drauf. Den machen wir hier drauf. Die kannst du auch nehmen. Ich räume dich dann später aus, wenn wir daheim sind, ja? Okay, Leute. Ich lade nach. Hier hoch und dann ging's los, gell? Am besten gehe ich doch dann. Ich pulse und gehe dann hier runter. Das war ja eigentlich so ein Plan. Und gehe dann hier hoch. Und dann kann ich sie rückwärts mehr oder weniger schön machen, oder? So machen wir es. Draußen probiert einer durchzubrechen. Alter, die fallen dann auch von der Decke runter? I've got a bad feeling about this. Oh, lecker. Danke fürs Angebot. Glaubst du, ich habe jetzt nur Schiss, weil es gestern so gut lief? Das war es in groben Zügen. Naja, weißt du, wenn man es kontrolliert macht, es war nämlich gestern noch nicht mal Nacht. Es war einfach nur, ich habe echt die Kontrolle verloren. So für einen Moment, Blackout-mäßig. Das hätte auch gestern so geklappt, oder? Junge, Junge. Naja, warum sollten wir nicht hier auch ab und zu mal einen Malus mit uns rumtragen? Irgendwo blopft noch ein Halbi rum. Das war's, ey. Ey, ich sag dir, es war gestern so Action hier. Halbi, wo bist denn du? Wie viel Tormechanismen gibt es denn hier bitte? Ah, okay, das haben wir geschafft. Brauchen wir keinen Kopf mehr machen. Schön. Dann looten wir erstmal gemütlich. Und dann gehen wir rüber, ziehen noch ein bisschen was rum. Ich muss natürlich gucken, dass ich dann zum Test in der Hordenacht nicht im Freien stehe. Ne? Sonst bringt uns das nämlich gar nichts, was ich da aufbaue gerade. Das müssen wir noch richten. Dann müssen wir zumindest einen gewissen Teil wissen, wie wir es tatsächlich am Ende bauen wollen, dass ich den entsprechend verstärken kann. Weil wenn ich jetzt aus Stahl, obwohl ich kann ja das eine Tool da spawnen, falls ich was weghauen muss aus Stahl. Na, jetzt gucken wir mal. Muss mir eh noch gleich Gedanken machen. Ich habe bis jetzt nämlich nur eine grobe Idee. Hallöchen. Und noch mehr Muni, weißt du? Ah, jetzt weiß ich, was ich suche. Meine Axt. Ich brauche die Axt im Walde. Ah, alles gut.
Da wirst du sie nicht finden im Inventar, weil die liegt schon hier. Das war so schade gestern, weil wir ja am Ende der ganzen Ding waren hier, aber ab und zu passiert's. Ich hätte am liebsten die Augen zugemacht und gehofft, dass sie irgendwie klappt, weißt du? Oh, guck mal. Durch Lesen des Bauplan kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Robotikdrohne Scheinwerfermod. Die will ich natürlich ausprobieren, ne? Technikfreak. Haben wir schon gehabt, aber ist egal. Jetzt habe ich es nochmal gelernt. Schön, wieder eine freigeschalten. Dröhnsche. Oh, auch nicht schlecht. Pfeifen nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir alles mit. Die schmeiße ich jetzt raus. Die schmeiße ich raus. So, jetzt bohre ich dann hier gleich. Ein bisschen Sprit dürfte ja noch drin sein. Ja, alles klar, mach das Ding auf, oder? Wenn alles klappt, wird es jetzt sowieso interessant. Heute Aufbau, morgen Hordefalle testen. Und wahrscheinlich müssen wir morgen noch ein bisschen aufwerten, dann die Hordefalle zum Test. Und dann machen wir unseren Tag danach. Den brauche ich auf jeden Fall mit was Gemütlichem. Und dann machen wir eine Fünfer. Dann machen wir eine Dreier, oder? Und dann eine Einser. Nee, dann machen wir eine Fünfer. Ah, schön. Oh, guck mal. Taktisches Sturmgewehr. Aber ich habe einen Sechser. Wird uns nicht viel bringen. Hier, die Dreier, die muss ich gleich mal gucken. Die können wir mit Sicherheit verwenden. Okay, Dröhnsche. Mein süßes, kleines Dröhnsche. Lass mich mal kurz neigucken bei dir. Ja, und die wollten wir eigentlich auch noch, die Platzmod hier, ne? Ja, Spatzel, dann muss ich tatsächlich noch was da lassen. Aber lass mich mal ganz kurz gucken, wenn ich Klebeband herstelle, dann habe ich jetzt nichts gewonnen, oder was? Das kannst du scrubbern. Dann haben wir einen Platz. Dann schmeiße ich Ihmchen hier raus. Ihmchen mache ich so. Ich will das schon mitnehmen. Also gerade die Muni auf jeden Fall. Und das Geld eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. Den da, der hat uns ja jetzt auf jeden Fall. Für das kriege ich nur 12. So. Wir haben ja noch den Waffenraum. Den guckt man natürlich jetzt auch noch an, wenn ich den nochmal wiederfinde. Ich glaube, da mussten wir irgendwo runterhopfen. Wo ein grüner Scheinwerfer war. Hier war das, gell? Jupp. Hä? Perfekt. Oh, den habe ich ganz vergessen. Da ist ja noch ein Safey. Gut, die Teile lasse ich jetzt erstmal im Moment drin. 40 bringt mir nicht viel Geld. Okay, hier sind dann nochmal Mods. Muni. Gucken wir mal alles gemütlich erstmal durch. Okay, halt. Molly, können wir dann nachher überlegen. Das haben wir soweit durchgeschaut. Da können wir dann gleich raus, glaube ich. Haja, also, komm, ich muss ja nicht alles. Die kannst du nehmen, dann ist da wieder ein Platz frei. Einmal kurz verschwendet, aber Hauptsache Plätze. So, das haben wir. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Safe machen wir jetzt noch auf und dann sind wir durch, ja. Also gut, ein letztes Mal. Bohr mit mir ein letztes Mal. Ich will sehen, was drinne ist. Oh. Mods halt. Motzki-Potzki. Naja, weißt du was? Ich kann ja jetzt im Prinzip auch geschwind hoch. Ich könnte theoretisch geschwind hoch. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, dann wieder runter zu gehen. Ich kenne mich doch. Wir gucken mal, was ist denn uns noch wichtig? Hier zum Beispiel, weißt du? Sowas. Das machen wir dann nachher. Ich würde sagen, wir gehen. Wird Zeit, dass wir zu unserer Falle kommen. Wie war denn das hier? Hier raus? Ach ja. Dann sind wir wieder hier. Im Räumsche. Und dieses Räumsche ist ein Räumsche. Ich würde sagen, wir sehen uns zu Hause, oder? Dann laufe ich jetzt hoch, fahre rüber, räume unsere Sachen schon mal aus, mache mir wieder die Bautools soweit klar. Und dann können wir in aller gemütlicher Ruhe die Dinge fertig machen, die wir angefangen haben. Finde ich eine ziemlich gute Idee. Ich habe mich vorne ein bisschen verkünstelt. Ich habe schon mal ein bisschen den Boden ausgehoben. Wir gehen gleich vor, gucken es uns an. Und bei den Arbeiten habe ich gedacht, weißt du was, wir sollten jetzt hier nichts reinpressen. In der Form, dass ich irgendwie kurz was auf Stahl aufwerte, dass wir was testen, dass wir wieder nicht testen, dann wieder abbauen und so weiter. Aus dem Grund glaube ich, dass wir anstelle einer Horde nach morgen,
die Fünfer-Mission vorziehen. Da sind wir bestimmt 2 Folgen unterwegs, mit Überlänge wahrscheinlich. Und dann gehen wir hintere, weil ich muss den Kasten, den Kiosk, das Gebäude, das muss ich schon fertig bauen und aufwerten, dass wir dann auch ordentlich testen können. Weil sonst zimmer ich jetzt irgendwas hin und dann weiß ich auch nicht wirklich, ob es klappt. Ne? Ich bin gerade ein bisschen am Gucken gewesen hier. Also, dass ihr Bescheid wisst, wir gehen morgen dann los auf eine Fünfer-Mission, würde ich sagen. Wo habe ich denn den Block hin? Hier. Bin gerade so ein bisschen am oben überlegen gewesen, kann ich nicht vielleicht mit Farbe Glas malen? Weißt du, das, was gibt es nicht, was ich suche? Jetzt bin ich gerade dabei, Blöcke zu malen. Also es gibt hier einmal Industrieglas, das ist das, was wir hier sehen. Dann gibt es hier das Milchglas, ne? Alter, hättest du nicht wegwischen müssen. Aber du kannst halt nicht durchgucken, von daher ist das nicht ganz das, was ich will. Und dann habe ich jetzt hier einmal einen Glasblock gebaut. Und ich bräuchte einmal kugelsicheres Glas. Und ich glaube, da muss ich hier was rausnehmen, gell? Was haben wir denn hier drin? Na ja, komm mal, ich nehme das mal kurz raus, hier, die 2 Sachen. Bam, bam. Und baue mir hier mal einen. Die gucken wir uns dann gleich kurz an. Weil, wie gesagt, ich muss schon ordentlich auch Material hier reinhauen, dann in diese Schmelze. Ich will das schon mit Glas und richtigen Elementen bauen. Also wir werden zum Beispiel auch Glaselemente nehmen, die dann mit einem Schlag kaputt sind. Einfach, dass die Hordenacht ein bisschen umfangreicher lustig wird. Was haben wir denn hier für Optionen? Eine Glasscheibe. Das ist aber nicht das, was ich will. Hier ist das Milchglas. Guck mal hier. Geschäftsglas gewölbt. Auch nicht schlecht. Aber ich will mal ganz kurz den einen hier noch abwarten. Mister, wie lang dauert denn bitte ein kugelsicherer Glasblock? Wahnsinn. Weil kugelsicher wäre halt dann schon für den Teil, wo man es... Ich hoffe, dass die genauso aussehen, wie ich sie brauche. Warte mal, wir gucken uns das kurz an. Zack. Ach ja, richtig. Das war dieses Verbundsglas, ne? Kann ich da durchgucken? Schon, gell? Ja, nicht so schön, aber könnte man vielleicht untenrum was überlegen. Jetzt gehen wir mal rüber und bauen mal das auf, soweit wie ich gekommen bin. Wir müssen mit Rahmenwürfel machen wir es erstmal, weil ich noch nicht sicher bin. Aber den Boden könnte man eigentlich damit auslegen schon mal. Da sparen wir uns nämlich ein bisschen was. So. Ja, alternativ kann ich natürlich auch eine Hordenacht machen, allerdings halt nur mit den Elementen, die jetzt schon fertig sind. Und die haben wir ja jetzt 2-3 Mal schon gesehen. Würde ich schon sagen, dass wir dann lieber, warten, bis da vorne wieder was Neues zu sehen sein wird. So, pass auf. Hier haben wir mal unser Loch. Bin gerade überlegen. Hier habe ich ja mehr oder weniger nur die Dinge angezeichnet, ne? Das heißt, ich würde den auch wieder draufsetzen, dann eventuell, dass ich das immer schön im Blick habe, weißt du? Machen wir mal nur in dem Teilbereich hier kurz. Warum habe ich denn da noch einen Block drin? Weiß ich nicht mehr. Hatte der hier auch was zu... Der halbe? Nee, ne? Nicht wirklich. Den habe ich aus Versehen wohl gesetzt. Machen wir das so. Ich versuche alles halt so gut wie möglich wieder hinzusetzen, bevor man hier irgendwas einkracht, weißt du? So, und hier kann ich normalerweise. Ums Tor rum mache ich dann separat. Also ich glaube, ich muss nämlich die Tore wegmachen, bevor sie mir einstürzen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wo die Klos hinkommen. Und ich glaube, wir bauen uns auch mal ein Klo zum Testen heute. Die wichtigen Sachen als erstes, ne? Aber hier weiß ich nicht, ob ich da schon war. Muss man natürlich dann auch den Boden irgendwann ordentlich aufwerten. Aber das ist jetzt mal ausreichend für die nächste Aktion, die dann anstehen wird. Ja, ich nehme aufs Wochenende hin, wenn wir dann schon einen Test machen, denke ich mal. Je nachdem, wie schnell man durch die Fünfer durchkommt in der Alpha 20. Ne? Ich war ja noch nicht unterwegs. Okay, dann haben wir hier praktisch unseren Boden. Schnetzelfalle ist soweit klar. Dann habe ich bemerkt, okay, wir müssen natürlich den Generator vorschalten oder beziehungsweise überhaupt erstmal anschalten. Weißt du was, ich lege jetzt hier den Boden mal so. Wo war denn hier die Mitte von dem Ding? Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das heißt, linke Seite, wo ich jetzt hier bin, muss ich noch wegschrauben.
Boden können wir einmal voll auslegen. Da kommen jetzt aber gleich noch Treppen hin. Und zwar mache ich da die normalen Stufen. Also hier müssen Stufen rein. Hopfen wäre zwar ein bisschen besser, weil sie dann... So, da habe ich mir überlegt, dass wir hier oben dann rauskommen. Entsprechend hier, hier und hier. Aber ich müsste den hier zumindest auffüllen, ne? Sie haben da eigentlich dann auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das muss ja nicht gleich sein unbedingt. So, ja, also die werden hier runtergeschnetzelt. Da vorne wird dann auch schön zu sein, wie auch immer. Lass ich mal was einfallen. Es werden auf jeden Fall Zombies geschnetzelt, wenn sie hier runterfallen, spätestens hier. Und dann gehen sie hier auf die Mitte zu, nach oben, um dann wieder hier reinzukommen. Das ist der Plan. Wir müssen natürlich die Materialien so verbauen, dass es auch was wird. Hier drunten sind dann die Klos. Da müssen wir dann später wieder Asphalt anbringen oben. Das kriegen wir aber normalerweise auch hin. Jetzt pass auf, habe ich die jetzt alle verbaut? Sind die jetzt echt schon alle weg? Dann muss ich hier mit denen weitermachen. Machen wir mal hier zu für einen Moment. So, und dann müssten wir... lass mich überlegen. Das muss ich mir dann... Im Moment erkennt man es auch nicht so genau. Hier kommt jetzt auf jeden Fall Boden rein. Ja, also das hier ist dann mehr oder weniger dann aus Klo. Und durchs Klo geht es rüber, um den Generator zuzuschalten. So. Das ist aber dann eher so ein Geheimgang für uns. Dann wird hier, wo ich jetzt den Block hinsetze, das Klo sein. Und da, da werde ich aber noch ganz kurz aushöhlen, dass da eine Stabilität da ist. Ja, weißt du, es kostet ja auch alles Zeit, aber warum sollten wir es uns jetzt hier stressig machen? Ich habe es jetzt offscreen ausgehöhlt. Die Zeit haben wir uns gespart. Ah ja, das war der alte Weg nach unten hier. Den brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und wir bauen es zusammen auf und freuen uns dann später drüber, weißt du? So, und aufs Klo kommst du natürlich über eine Treppe. Dann nehmen wir aber die etwas elegantere. Also die kleine hier. Wir könnten natürlich auch Folgendes probieren mal. Wie sieht denn das aus? Lass mich nochmal kurz die Treppen sinken. Sind ja nicht drauf fixiert, dass es jetzt irgendwie sein muss. Wir können ja machen, wie wir wollen. Gut. Du kommst dann praktisch hier auf einem 1er Block ins Klo rein. Wenn ich es hier zumache. Lass mich mal ganz kurz gucken. Da kommt dann hier noch eine dritte Treppe. Dann ist es eine 3er Aufgang. Ja, aber dann bringt uns das hier leider nicht den Effekt, den ich mir gewünscht habe fürs Klo. So, da müssen wir dann später gucken. Die Decke da oben. Ob die dann mehr oder weniger noch ein Vorbereich wird, das weiß ich noch nicht. Ja, aber eigentlich müsste ich es zumachen, wenn ich es genau nehme. Dann müsste dann hier eine ganz normale Klotür rein, dann kommst du hier rein, wupp, ist der Abort, Geheimweg. Natürlich, die Wände müssen wir dann auch noch anpassen. Das hier muss weg, dass ich praktisch noch eine dritte Stufe hin. Dann können die nämlich in einem großen Schwung, wenn sie runterfallen, auch wieder raus, die überlebt haben. Und dann laufen sie hier wieder hin, ne? So, pass auf. Den Stellung bis hier. Und dann ist aber auch irgendwo mal fertig, ne? Den muss ich nochmal kurz schnappen. Ja, so machen wir das. Sonst habe ich jetzt dann nachher, weißt du. So, das wird dann ungefähr das. Auf der Seite drüben kommt nochmal ein VIP-Bereich wie hier. Und das hier ist dann das eigentliche Gebäude. Da habe ich schon mal geguckt, ob ich die Schrägen hier so mitmache. Ich würde es gerne. Allerdings muss ich erstmal den Gebäudetrakt hier spiegeln. Und dann käme meiner Meinung nach hier ans Eck. Er hier. Weißt du, dann hole ich nämlich jetzt auch mal einen Schwung Holz nach der 5er. Und dann können wir das ordentlich aufbauen. So, das würde ich dann schon gerne so wollen. Dann lass mich hier nochmal... Beamchen. Dann können wir nämlich jetzt abzählen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halt, warte. Ich muss die richtigen wegmachen. 4. Welcher stört denn hier? Der da, gell?
Okay. Ich zähle es nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, dann sind wir hier bei 7. Au, da müsste ich die Laterne ja wegmachen hier. Die Ampel. Dann würde ich es eher verkürzen auf 6. Ich liebe diese Baustelle schon. Mir macht es voll Spaß, hier rumzuhüpfen. Und dann wäre hier schon fertig. Ja, weil die will ich nicht abschrauben, ne? Und dann müsste man hier das Eck wieder, wie gesagt, einfügen. Okay. Ha ja, passt doch. So. So. Ich zähle es noch einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hintere ist 6. Und der muss jetzt wieder weg, weil ich es da noch weiter rausziehen muss. Wir brauchen schon ein ordentliches Gebäude hier, ne? Geil, Leute. Das wird. So, im Moment ist es noch nicht ganz ersichtlich, weil es ja alles aus Holz ist. Ein Teil davon wird natürlich aus Glas. Ein Teil davon werden Streben werden, ne? Ich glaube, das war er. So. Das wird's Kioskgebäude. Man kann sich's jetzt im Groben schon mal vorstellen. Das wird dann hinten rumgezogen. Wird dann die Treppe hier mit einfassen. Ich muss nur hoffen, dass ich hier durchkomme. Dann haben wir das Teil auch. Dann kann es natürlich sein, dass wir uns aufs Dach hopfen. Aber da das ja aus Stahl sein wird hier und die einen direkten Zugang zu mir finden werden, die Zombies, wenn sie sich bemühen, ist es normalerweise kein Problem. So, dann stehen wir hier. Jetzt müssen wir gucken. Also ich würde ja gerne den hier nochmal um eins aufbauen. Dann habe ich einfach mehr Sichtfläche, weißt du? Das heißt, wenn ich den aber wegnehme hier, das müssen wir halt rausfinden. Ich weiß es ja im Moment nicht. Wie viel Zeit haben wir noch ein bisschen? Ich wollte schon sagen, irgendwie fühl schon wieder, wie die Zeit davon flitzt. Wenn ich es hier nicht mache, kann es natürlich sein, dass sie hier dagegen klopfen. Inwieweit sehe ich denn hier rein, wenn ich nachher da drin stehe? Nicht wirklich, ne? Und je mehr ich jetzt wegnehme, es sei denn, ich mache so, dann haben wir allerdings das Problem, dass die... Ne, wenn ich so mache, kann ich nicht machen, weil dann fallen sie mal nicht mehr runter. Ne? Oder? Ich muss mal kurz den Generator anschmeißen, sonst sehe ich es nicht. Ich lieb's schon. Ich lieb's halt schon. Ja, dann werden sie hier ausstehen. Das müssen wir zumachen. Nee. Da darf ich nicht zu viel. Sonst hebt sich die ganze Funktionsweise von der Falle auf, weißt du? Den hier dürfen wir nicht. Hier müssen wir praktisch dafür sorgen, dass die Ecke zu ist. Wir können mal gucken. Vielleicht gibt es noch eine andere Form, mit der ich das... was Rundes hinmachen. Er ist dann genauso ein toter Winkel. Das will ich ja nicht. Nee, wir müssen mit dem hier arbeiten. Da gibt es bestimmt noch ein paar interessante Dinge, aber hey, es reicht ja auch, wenn man jetzt einfach, Alter, hat so viele Möglichkeiten. Was denn, wenn ich sowas hier rein bist, kannst du vergessen. Nö. Favoriten, Ecke, Advance. Das war die beste Möglichkeit. Die lassen wir. Allerdings kann es sein, dass ich das hier aus Glas mache dann. Den Block, wo ich jetzt hier probiere reinzukriegen. Oder wir lassen es so. Dann sieht es aber hier schon irgendwie ein bisschen doof aus, gell? Nö, das will ich nicht. Also doof aussehen muss es ja nicht. Okay. Ja, dann bleibt es so.
Also ist gebongt. Jetzt haben wir es wenigstens ausprobiert, weißt du? So, das machen wir hier wieder zu. Wobei hier dann eher der ganz normale Block hin muss. Ja. Hier muss dann er wieder hin. Hilft jetzt nichts, Leute. Wir müssen halt dann gucken, wie das tatsächlich aussehen wird, wenn ich Glas dann verwende. Weil dann siehst du ja hier trotzdem noch ein bisschen was. So wird es werden. Ja, das hier wird so der Einlass, wo sie dann, da sollen sie hinkommen. Hier sollen sie mehr oder weniger immer an der Schräge rumspacken, bis ich hier das Ding aufziehe. Und dann ist fertig. So machen wir es, anders geht's nicht. Ist okay. Copy. Zack, das ist zu. Und dann haben wir hier die Dinger angesetzt. Das wäre dann hier. Bis hier. Dann habe ich den hier. Praktisch als Stelle von ihmchen. Komm, wir machen das noch kurz. Wie gesagt, morgen machen wir dann einfach eine Fünfer. Wobei, jetzt sehe ich gerade, aber ich werde noch ein bisschen Material besorgen, daheim ein bisschen aussortieren, die Nacht durchlaufen lassen, sodass wir wenigstens die Fünfer bei Tag beginnen. Wir werden da eh in die Nacht reinkommen. So. Ja, wird Zeit für unsere erste Fünfer. Komm. Jetzt haben wir so viel Action und Mühe uns gegeben, die freizuschalten. Wäre doch jetzt fatal, wenn wir nicht auch mal eine machen, ne? Mal gucken, ob es klappt. Gut, hier muss der Zebrastreifen dann weg. Aber jetzt haben wir den Aufbau schon mal. Guckt es euch an. Natürlich, die große Couch muss weg. Da werden wir das ein bisschen rausziehen. Und ihr müsst euch das halt wirklich so Ballermann-Kiosk-mäßig vorstellen. Der Dancefloor, die Rampe mit dieser kleinen VIP-Ecke, das befindet sich im Freien. Ja, das ist im Freien. Und mein Kasten, den ich mir hier gerade aufbaue, der wird ja jetzt nicht größer wie hier. Den ziehen wir praktisch noch ein Stück rum. Dann wird er daran gekoppelt an den Fluchtweg von mir. Hier kommt er rum und das ist dann so die Bar. Weißt du? Hier werden wir dann mehr oder weniger irgendwie so kleine. Muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. Da werden wir uns dann irgendwelche Barschränke oder so reinhauen. Vielleicht hauen wir uns auch noch ein Automat für unten und so. Und wir flüchten dann später hier hin. Das heißt, der Kasten, den ihr jetzt seht, der wird oben auch zu sein. Vielleicht machen wir eine kleine Aussichtsterrasse hin. Ich weiß es noch nicht, wo dann Turrets draufstehen. Aber es wird so sein, dass halt von oben und so keiner reinhupft. Und wenn der Kasten steht, da muss ich allerdings mit dem Design schon noch ein bisschen rum überlegen. Wir könnten das ja, es muss ja keine doppelte Wand sein hier, oder? Dann habe ich doch ein bisschen mehr Beinfreiheit hier drin. Herr, jetzt pass mal auf. Wenn ich den. Das gucken wir jetzt noch und dann gehe ich rüber in die nächste Folge, ja? Die. War das er hier? Oder er? Eigentlich er. Eigentlich er. Ne. Der geht nicht, weil der mittig ist hier. Gibt es den auch in mittig? Ich habe noch mal kurz ein bisschen rumprobiert und durchgeschaut, was es alles gibt, aber nicht genau die Lösung, die ich brauche, weil ich es mittig aufbaue. Aber so könnte man es eventuell auch machen. Dann wird ja oben noch ein Dach drauf kommen. Hier kommt ja keiner durch, weißt du? Hier kommt ja keiner durch und sie stehen. Das könnte natürlich die Gefahr sein. Jetzt sehe ich das gerade. Es könnte natürlich die Gefahr bestehen, dass sie dann hier draufstehen und gar nicht runterfliegen. Das will ich natürlich dann auch nicht. Aus dem Grund müssten wir eigentlich vorne. Was ist mit dem hier? Der wäre aber auch interessant, wenn du mich fragst. Warte mal, geschwind. Ja, aber dann haben wir dasselbe Problem. Wenn sie hier stehen und die Fallgrube aufgeht, müsste ich da schräg machen. Nee, wir müssen da was anderes hin. Das muss vorne sitzen. Das hilft uns alles nichts. Komm, letzter Test. Der hier könnte eventuell klappen. Den könnte man so setzen. Wenn die Drohne dann nochmal wieder weggeht. Dickerle, geh mal kurz, kurz. Genau, du bist die Beste. So könnte man es eventuell machen, so als kleine Durchreiche. Dann kann ich hier einen Pfosten gegen, da können wir sogar doppelt absichern, wenn man das wollte, ne? Wichtig ist, dass sie hier runterknallen. Und hier kann ich ja nochmal einen Pfosten dagegen machen. Dann haben wir so einen kleinen Schutzkäfig, wo wir an die Front gehen.
und hier einen kleinen Schutzkäfig, wenn es rausgeht. So wird es weiterlaufen. Also, dann räume ich jetzt ein bisschen auf, besorge Mats, sortiere nochmal alles durch, werde mir vielleicht noch eine Kiste hier hinstellen. Und ach, nee, bleibt mal noch kurz dran. Ich will noch wenigstens das Klo bauen. Toilette. Toilette. Ah, und Wassereimer brauchst du da. Kurzes Eisenrohr haben wir aber. Komm, wir bauen uns noch ein Klo. Da werde ich noch ein bisschen rumtüfteln an diesem Schlagkäfig mehr oder weniger an der Bar. Achtung. Oh, nimm das. Kurzes Eisenrohr. Sehe keins. Kurzes Eisenrohr. Holz, ich hätte alles da, bis auf den Eimer. Eimer, 7 geschmiedete Eisen. Geschmeidige, Entschuldigung. Warte. 7 geschmeidige Eisen. Ich sehe jetzt zwar gerade keine. Kann ich dann den Eimer einfach füllen, oder? Ich nehme es an. Geschmeidige. Das muss ich mir nochmal angucken mit dem Schlagkäfig, aber ich glaube, das passt schon. Wichtig ist, dass die kleine Fläche vorne vom Zombie bedient wird. Wir lösen den mechanischen Effekt aus. Pup. Dann müssen wir noch die Klingenfallen anbringen. Das heißt, die ganze vordere Front bis auf den Teil vom Schlagkäfig. Da werden wir dann diese, Entschuldigung, da werden wir dann diese Elektrofences aufsetzen, dass die Spuren rüberziehen. Dann kann ich sie von der Bar aus innen drin reparieren, weißt du? So machen wir das. So, jetzt müsste ich dann eigentlich mit dem Eimer unten nur Wasser holen, oder? Bin mal gespannt, ob das klappt. Eine Minute braucht er noch. Samuel, hat da jemand Wasser rausgelassen? Wenn das Gebäude. Hätte man auch hier alles Mögliche anstellen können, ne? Wenn wir genau sind. So, komm, bis die Minute rum ist, hole ich schon mal ein bisschen Holz. Nee, ist zu weit weg. Weiß ich, hier hätte man einen fertigen Kiosk ja gehabt eigentlich. Ja, aber der ist ja. Aber den hätte man auch. Ich will doch die ganze Zeit immer 7 Days House Flipper machen, ne? Ey, hier hätte man vollen Kiosk, Leute. Direkt am Zuhause. Und dann unterirdisch rüber. Oh, wenn man nur. Wir können ja nicht 100.000 Folgen machen, aber stell dir vor, ich hätte den Kiosk umgebaut. Die überrennen uns hier. Ich hätte ihn dann hier irgendwie abgeschnitten. Ach nee, ich mache vorne fertig. Ich suche mir. Ich finde halt jetzt gerade das hier so richtig kioskmäßig, ne? Liegt aber nur daran, weil oben Zip-Kaffee steht. Da wird ja bei uns später. Das können wir ja genau so aufbauen, diese Front. So mache ich mein Gebäude, wie das hier. Mit dem Schriftzug oben, mit der kleinen Schräge, die dann noch abgeht. Hier wird dann der Schlagkäfig sein auf, glaube ich, 4 Elemente. Und hier unter uns dann der Dancefloor im Außenbereich. Das werde ich einfach rüber kopieren, in Anführungszeichen. Also ich mache mir da nochmal ein Bild. Und dann baue ich uns das drüben genauso auf, weil das gefällt mir jetzt gerade wirklich gut. Ist der Eimer fertig? Ist er? Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Eimer baue, oder? Eimer Wasser. Ach, nehmen es. Was tut man denn alles für ein eigenes Klo, oder? Schüppdüwidüwabdü. Ja, das passt genau, weil so sieht es dann in etwa aus, wie es haben will. Achso, warte mal, Diggerle, du hast. Was hast du bauen wollen überhaupt? Ein Klo, gell? Spülbecken und Toilette. Du hast verschiedene Shapes. Bin gleich mal gespannt. Ja, das wird schon. Ja, nimm da kurz sein Mobettle. Nee, es wäre jetzt blöd, wenn man das. Das ist doch viel cooler, wenn das dann zusammenhängt hier, ne? Also im Prinzip das Bild, wo ich euch gerade gezeigt habe, wie ich es aussehen haben mag, wäre dann da hinten das Gebäude und dann im vorderen Bereich eine offene Tanzfläche für heiße Nächte. So. Genau, hier will ich mein Klo hin. Habe ich jetzt echt ein Klo gebaut? Moment, Moment, Moment. Was gibt's denn alles? Ja, wie geil. Da könnte man das ranzigste Klo nehmen, wenn wir wollen. Guck mal. Vielleicht baue ich mir aber auch so eine Klokabine.
So richtig im typischen Seven Days Style. Ey, wo, das ist mit den Waschbecken ist alles ganz nett. Ranzi-Manzi. Das hier gefällt mir nicht. Ist das ein Pissoir? Jo! Ich brauche gelöstes Klo. Auf der anderen Seite muss natürlich das dann für die Frauen hin, ne? Ist ja geil. Ich kann es nur nicht mehr aufnehmen gerade. Jetzt gehört's mir. Jetzt gehört's halt mir. Warte mal schön. Ich nehme mir die Zeit jetzt. Ich merke gerade, wie viel Spaß das schon wieder macht. Auch wenn es vom Plan abweicht, ne? Ja, da kommt der schöne Rückwand hin. Zwei, drei Pissoirs. Dann noch eine geschlossene Kabine hier links ams Eck. Das Ganze darüber gespiegelt. Dreiertreppe nach oben. Geiles Kioskgebäude. Mit Turbets oben drauf. Freie Tanzfläche. Chillbereich. Grill werden wir auch noch irgendwo hinstellen. So, Leute, morgen geht's auf den Weg zu einer Fünfer. Boah, bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Munition haben wir genug. Mal gespannt, was es direkt gibt. Dann hole ich euch daheim ab und dann gehen wir zusammen los. Alles klar. Dann bis dann.